Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda. Mal wieder im Dorf der Zoras. Und ja, ich sage mal wieder. Denn im letzten Video sind wir von hier geflohen. Und in diesem Part machen wir dasselbe, aber diesmal nicht über die Brücke. Sondern wir machen das cool. Nämlich übers Wasser. Und ja, es gibt genauso wie den normalen Weg auch einen ganzen Wasserweg. Und den benutzen wir jetzt. Denn wir sind cool. Ich könnte mich, glaube ich, sogar einfach von der Strömung treiben lassen, aber ich glaube, das würde etwas dauern. Und das geht auch ab einem bestimmten Punkt oder ist irgendwo, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt alle Seepferdchen. Das wird nämlich eine sehr lange Schwimmtour. Eine Schwimmtür bestimmt auch. Wobei, vor einer Sache habe ich dann doch ein bisschen Angst. Denn ich habe nämlich nicht alle Gegner im Wasser geklärt. Und ich wollte gerade so schwimmen, weil es ein bisschen cooler aussieht, aber ich muss die Ausdauer im Auge behalten. Das, was sich durch das Video ziehen wird, ist nämlich, dass ich entweder zwischendrin immer einen Stopp machen muss, so wie ich es wahrscheinlich auch machen werde, oder mir halt regelmäßig irgendein Ausdaueressen reinpfeifen muss, was wir ja im letzten Video zuhauf hergestellt haben. Was also aus der Sicht kein Problem wäre. Und da hinten wollte ich noch hin, weil da gibt's Crocs. Was sind das ja eigentlich für Pflanzen im Wasser? Spurtlotus, oder? Ja. Gibt's ja echt überall. Ach, die hab ich schon. Warum ist das denn noch markiert? So. Dann genießen wir jetzt den wunderbaren Wasserweg. Der wahrscheinlich gar nicht so wunderbar ist. Zumindest nicht zum Zuschauen. Ich mag sowas ja tatsächlich ab und zu sehr gerne. Ich meine, es hat ja auch irgendwie was, oder? Ich wünschte, hier würde es ein Floß geben. Da könnte man nämlich einfach so sich draufstellen und dann so mit der Kamerafunktion sich umschauen. Was ist das denn für ein Geschwür? Ach, hier ist ein bisschen Strömung. Weiß aber nicht, wollen wir uns treiben lassen? Treiben lassen kostet keine Ausdauer. Also, ich weiß nicht. Fährt zwar was, aber ist auch irgendwie langsam. Ich wusste jetzt nicht, ob ich langweilig oder langsam sagen will. Oh, da wurde ein Schatz angespült. Cooler Schatz. Den Schatz würde ich immer gerne mitnehmen.
Die Aussicht wäre besser, wenn es nicht regnen würde. Obwohl ich finde, so eine regnerische Aussicht hat auch was, aber ich glaube, das sieht in der Aufnahme nachher wie Arsch aus. Hier wird die Strömung übrigens schneller, wenn man es merkt. Frontal durchbrechen. Ha! Nicht geklappt. Ich hab gesagt durchbrechen. Und wenn ich sage durchbrechen, dann brechen wir durch. Dann brechen wir eben nicht durch. Aber ich muss mal kurz hoch, weil Ausdauer und so. Ich habe sogar extra gesagt, wir haben Ausdaueressen in Hülle und Fülle dabei. Aber ich finde, irgendwie ins Menü zu gehen, macht alles kaputt. Also sicher, bei mir ist das nicht unbedingt das schönste Erlebnis. Vor allem, wenn ich ständig dazwischen rede. Aber ich versuch's zumindest. Oh, die Strömung ist in dem Teil aber auch sehr schnell. Nein, 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 nein. Das solltest du nicht tun. Kann mir ein paar Fische mitnehmen. Ich bin Nintendo übrigens sehr dankbar, dass es sowas wie den Sora-Anzug gibt. Ich meine, ohne ihn hätte ich jetzt schon längst tausendmal aus dem Wasser gehen müssen. Na, da könnte ich diesen ganzen Weg hier gar nicht lang schwimmen. Ich hätte bei Nintendo auch schon längst den Wunsch geäußert, mal ein Spiel zu haben, wo man Sora spielt. Aber da ich Nintendo kenne und ich weiß, dass sie mit Wünschen der Community immer wie Arsch umgehen, habe ich es lieber gelassen. Nachher wäre das Spiel dann die größte Scheiße der Welt geworden, wenn es sowas gegeben hätte. Fress meine Klinge! Und mein Drehangriff. Zum Glück war das nur ein Low-Level-Gegner. Ich hatte mich schon mal mit richtigen Gegnern angelegt. Da war das alles viel schlimmer. Und da wären wir auch schon wieder am Ziel. Und diesmal sogar nur in einem Drittel der Zeit, die anderen Videos genommen haben. Naja. Aber theoretisch hätten wir jetzt über den ganzen See hier lang schwimmen können, so und da, da und da. Wenn dann wieder hier, wo wir dann am Anfang waren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist allgemein der Sora-Fluss mit jedem richtigen Gewässer verbunden. Und das finde ich schon ziemlich krass. Ne, aber das sieht man auch. Ne? Hier zieht sich das so durch. Sogar bis hier. Finde ich schon richtig krass. Naja. Aber das war's jetzt erstmal für dieses Video. Link guckt in seiner komischen Zora-Rüstung. Sehr seltsam und bis zum nächsten Video und ciao.